Moin, einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zu Transocean The Shipping Company, Folge Nummer 19. So, neue Aufnahmesession, ich habe gute Laune. Genau, wir haben noch einiges zu tun hier in unserem Großauftrag. Wir müssen noch Liquiditäten aus einigen Häfen anschaffen. Auckland und Sydney werden wir dann demnächst mal in Angriff nehmen. Und Port Said natürlich auch gucken. Was haben wir sonst noch? 5000 Tonnen Kunststoff. Kaffee 3400. Genau, nach Reykjavik und nach Anchorage müssen wir dann demnächst mal. Ja, also ihr seht, hier ist noch einiges zu tun. 10.000 Container Alkohol läuft. Und nebenbei haben wir natürlich auch noch die hier zu laufen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben zu tun, wir machen uns ans Werk. Na gut. Ja, Felix so und ablegen. Was haben wir hier noch zu liegen? Die Bingen. Bereit in 9 Tagen. In Georgia Ports liegt die Bonn bereit in 18 Tagen. Schiff verbessern. Mir war da nämlich etwas aufgefallen. Genau das. Fiel mir beim Schneiden der letzten Folge auf. Warum liegt die Bingen hier? Nicht. Ach, weil sie repariert wird, okay. Die Zwickau ist bereit zum Anlegen. Hat einiges aus Algier mitgebracht und den Jebel Ali angeliefert. Sehr schön. Dann geht das für sie jetzt zurück nach Dakar. Auftrag aufladen. Ablegen. Volltanken, ablegen. Bing braucht noch eine Weile. Kann weiterlaufen. Koblenz. Bringt Antiquitäten. Und Post und Pakete, sehr schön. Dann fahren wir mal nach Italien. Oder aus Hongkong brauchen wir doch, glaube ich, auch noch was, oder? Ja, hier Hongkong. Maschinen. Dann laden wir da Maschinen auf und fahren dann nach Singapur weiter und gucken, dass wir da Elektronik kriegen. Okay. Machen wir es so. Klingt dann nach einem Plan. Na komm. So. Und weiter geht's. Ja. Es tut mir übrigens leid, dass momentan keine Train Simulator Videos erscheinen. Ich habe aktuell halt einfach zu viel zu tun. Und da ist es mir leider nicht möglich, diese auch noch aufzunehmen. Auch die Transocean Videos sind aktuell immer sehr knapp mit dem Zeitraum. Also ich nehme das Video hier jetzt zum Beispiel gerade auch am Abend vorher auf. Also jetzt, heute ist gerade Donnerstagabend. Wir haben es 21.27 Uhr. Also ja, es ist aktuell zeitlich schwierig, die Videos zu halten. Darum auch nur 3 Videos aktuell wöchentlich. Sonntags die Videos mit dem lieben Troller. Und halt, ja, die Videos. Entschuldigung, für Transocean. Ja.
So, München hat Valencia erreicht. Sehr schön. Wir machen mal das. Augsburg bereit zum Anlegen. Felixstowe, sehr schön. Medikamente, Metall, Holz. Was haben wir gar nicht? Haben wir Medikamente schon durch? Ja. Metall noch nicht. Holz, 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 Holz. Da haben wir auch schon durch. Dann laden wir mal den Stahl auf für Jebel Ali. Mehr können wir dann auch schon gar nicht mehr mitnehmen. Sehr schön. Dann schaffen wir den einmal runter und fahren dann von Jebel Ali aus wieder nach Valencia und dann wieder nach Felixstowe weiter. So, von hier aus wollte ich Textilgüter wollten sie ja schließlich haben. Nehmen wir auch gleich einmal noch Textilgüter nach Jeddah mit. Einmal unterwegs anhalten. Magdeburg hat Algier erreicht. Sehr schön. So, der wäre durch. Sehr schön. Ich bin happy. Wobei, bevor wir uns hier um neue kümmern, würde ich mal sagen, arbeiten wir erstmal die ab und vor allem kümmern wir uns erstmal um den Großteil unseres Großauftrags. Wobei ich hier ja zumindest mal gucken kann. Lima Kapstadt, die Route. Haben wir auch nicht mehr so viel Zeit für. Wobei, doch irgendwie 300 Tage oder so waren das, glaube ich, gerade noch, ne? Ja. Mal gucken. Ist jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Ich kann sie ja mal nach Auckland bzw. Sydney schicken. Das Ganze über Manila und Jebel Ali. Aber den Jebel Ali lassen wir weg. Wir ziehen einmal gleich durch nach Manila. Nein, ich wollte nicht reparieren. Ich wollte voll tanken. Sehr schön. Abfahrt. München ist bereit zum Anlegen. Gioia Tauro. Hatte ich jetzt zwei von der Route hingeschickt. Na gut, dann kann er zurückfahren. Eigentlich nach Valencia. Oder wir würden den hier annehmen. Aber nein. Dann darf er einmal zurückfahren. Emden hat Honolulu erreicht zum Hafen und auch dieser Großauftrag ist damit durch. Dann würde ich doch mal sagen, fahren wir von hier aus einfach mal nach Anchorage hoch. Weil von da aus brauchen wir ja auch was. Gucken mal schnell nach, was es war. Genau, Luxusgüter. 600 Tonnen. Nicht 600 Tonnen, 600 TEU. So. Er ist auch angekommen in Jebel Ali. Sehr schön, hat auch was abgeliefert. Jetzt brauchen wir noch Erz, wir brauchen Kaffee, wir brauchen Kunststoff. Möbel aus New York. Würde ich mal sagen, gucken wir mal, dass wir einmal über den großen Teich kommen. Nach New York. Denn ich war noch niemals in New York. Genau. Ich lasse das mit dem Singen lieber. So, wir fahren einmal nach Hamburg und von da aus gucken wir, dass wir über den großen Teich hüpfen können. Gucken hier mal, nee, ich war mal bei den Finanzen. Kredite. Um den abzubezahlen, müssen wir so einen noch höheren aufnehmen. Das lassen wir mal, das ist nicht sinnvoll. Aber es wäre halt sinnfrei, genau. Wir sind in Busan und fahren rüber in die Kirchenputz.
So, München, bereit zum Anlegen in Valencia. So, mal gucken, ob wir dann vielleicht noch einen größeren mitnehmen können. Ja, können wir. 3.922. Ich würde halt auch mal ein bisschen was mitnehmen, was auch vernünftig Geld bringt. Denn Geld können wir aktuell sehr, sehr gut gebrauchen. Um es mal so auszudrücken. Damit halten wir das Erz auf jeden Fall weg. Bringen wir das halt auch einmal runter. Nein, scheiße, jetzt habe ich auf. Ich habe gerade auf Salala geklickt, statt auf. Ja, Dings. Ja, mal Jebel Ali. Aber wir haben hier nur Spirituosen. Keine Computerwaren. Darum bleiben wir einmal liegen. Und warten. Aachen ist bereits zum Anlegen in Jeddah. Was haben wir hier noch? Oh, Kunststoff, sehr gut. Der fehlt uns ja nämlich auch noch. Jebel Ali. Und ablegen. Würzburg ist bereit zum Anlegen. Hatte Antiquitäten aus Sydney dabei. Gut, dann brauchen wir da ja zumindest auch schon mal nicht mehr hin. Ich glaube, von hier aus sollten wir auch was holen. Also etwas Bestimmtes. Darum Abfahrt. Dresden ist bereit zum Anlegen in den Kirchenports. Sehr schön. Und es sind neue Aufträge verfügbar. So, dann schicken wir die Dresden nach Auckland, würde ich sagen. Vorher gehen wir aber einmal Schiffsstatus, wir gehen auf die Mainz, wir gehen in die Auftragsliste und dann gehen wir runter auf Jebel Ali. Gucken, dass wir hier irgendwo Elektronik finden und da ist sie. Sehr schön. Zack. Warte mal. 2200 an. Aber es reicht dann nicht an Elektronik, ne? Wir brauchen Elektronik, glaube ich. Hier. Wobei, so viel brauchen wir nicht mehr. Das würde reichen. Was wir hier unten haben. Wo ist es denn hier? Das heißt, wir nehmen jetzt hier wieder die Spirituosen noch dazu. Und genau, wir können hier sogar 626 nehmen. Sehr schön. Kann es vollgeklatscht bis oben hin. So, und für ihn hier hatten wir was nach Auckland. Genau hier. Spielzeug. Voll tanken. Abfahrt. Freiburg ist bereits zum Anlegen in Algier. Sehr gut. Er kann dann einmal rüberfahren über den Teich. Ja, aber wie machen wir das jetzt am besten, wenn wir nur was in die Richtung haben? Wir fahren einfach nach Balboa rüber. Leipzig ist bereits zum Anlegen in Dakar. Auch relativ voll. Stimmt, da hatten wir uns ja auch verklickt. Wie sah der nach Lagos und wir hatten uns auf Dakar geklickt. Genau. Aurich hat New York erreicht, sehr schön. Hier Quebec, aber wir haben leider nichts nach Reykjavik hoch. Dann nehmen wir die beiden Aufträge hier nach Quebec noch an. Genau, und fahren dann halt von da aus nach Reykjavik. Sehr schön. So, München.
München hat Felix so erreicht. Ein weiterer Fortschritt bei unserem Großauftrag, für den wir auch nicht mehr allzu viel Zeit haben. Ne? Oh gut, 161 Tage. Ah ne, hier, 86 Tage, sorry. Hab gerade beim Falschen geguckt. Und finden aber noch 40.000 Tonnen. TEU, also Container. Bei dem mache ich mir aktuell wenig Sorgen, weil ich habe noch viel Zeit. Bei dem ja auch relativ und außerdem ist er fast fertig. So. Wir hatten hier etwas, was bereits war zum Anlegen. So. Brauchen wir denn noch Maschinen? Ja, brauchen wir. Wollten wir so von hier haben. Also, immer her damit. Nicht Salala. Jebel Ali. So, Leipzig ist in Lagos. Wir machen Party. Nein, Spaß. Erz hatten wir jetzt eigentlich, glaube ich, auch schon auf den Weg geschickt. Wir machen es aber trotzdem nochmal. Aachen ist bereit zum Anlegen. Kunststoff- und Textilgüter. Sehr schön. Die Möbel fehlen immer noch aus Chiyotaro. Das heißt, wir fahren wieder zurück nach Italien. Und die Bingen ist auch bereit, sich auf den Weg zu machen. Schicken wir die am dümmsten hin. Hier sind wir jetzt unterwegs. Spielzeug bräuchten wir noch aus dem Keynports und wir brauchen immer noch mehr Alkohol. Wir gucken, dass wir danach nach Japan kommen. Schwierig. Wobei. Aber das ist beides in einem Hafen und bei dem anderen wäre dreimal. Da müsste man dreimal anlegen. Das macht dann auch 3,2 Millionen an Schlepperkosten mehr. Und dafür lohnt sich das Ganze dann nicht. So, Anchorage. Aus Anchorage wollten wir Luxusgüter haben. Ich glaube aber eigentlich etwas mehr, ne? 600. Das heißt, das, was aktuell uns angeboten wird, reicht nicht. So, die Lea hat Freemade erreicht. Sehr schön. So. So. Wir haben nur noch nichts nach Reykjavik von da aus. Nicht Nuke, Reykjavik. Ablegen. Gehen mal nach Anchorage, weil wir hatten ja neue Aufträge. Aktuell jetzt nur Lebensmittel. Achso, hier. Musste gerade erstmal gucken, hä, wo ist denn. Wo hat denn jetzt was angelegt? So. Da, Felix, so.
Würzburg ist bereit zum Anlegen. Kunststoff. Sehr schön. Und ablegen. So, da ist auch schon unser Timer rum. Das heißt, wir legen jetzt noch mit der Zwickau hier in Dakar an. Und dann war es das damit jetzt für die aktuelle Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, habt eine schöne Zeit, umgebt euch mit. Entschuldigung. Umgebt euch mit netten Menschen. Bleibt gesund. Kopf immer positiv, Corona negativ. Und ne? Lasst ein Like da. Bis die Tage, es verabschiedet sich der Nickler.